Was da la ma? Hallo Muchachos! Herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest, diesem unglaublich gut aussehenden Spiel. Schön, dass ihr am Start seid. Ich begrüße ganz herzlich die guten Mabossa. Hallo. Ein wunderschön Hakune, meine Tatas. Deko, und ich glaube, wir sind hier nicht im Winterbiom, sondern es ist jetzt einfach Winter. Was los? Ich hoffe, ich hab's mir aber auch schon gedacht, weil eigentlich sind wir hier relativ so auf grünem Land, ne? Ja, deswegen, die Schneeberge sind ja da drüben eigentlich erst. Wenn wir Pech haben, ist der Winter bereits angebrochen und wir haben uns überhaupt nichts an Vorräten angespart. Ja, du kannst ja mal das kleine Zeltchen hier jetzt abbauen. Ich find's einfach so geil, wie auch dieser Bach hier so lang gluckert, ey. Schön, ne? Ja, ach, so schön, Alter, so ein geiles Game, ey, meine Fresse. Schaut Benze Gaming vorbei, falls ihr uns unterstützen wollt. Holt euch das Spiel gerne selber auch. Oder andere Games. Wir... Oh! Ja? Was hast du da? Oh, wir profitieren dahingehend, dass sie von Insel Gaming sehen, okay, ihr unterstützt uns, ihr zahlt keinen Cent mehr, wir bekommen keinen Cent Affiliate, nur dass ihr Bescheid wisst. Kuss geht raus, Dankeschön. Und jetzt viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ob es das Game mittlerweile gibt bei Insel Gaming. Ich hoffe doch. Das war ja vorher noch nicht der Fall. Bei einer weiteren Runde. Haben wir hier? Nee, ist nicht so ein komisches Feldbett. Okay, dann weißt du, woran mich das erinnert? Es erinnert mich an Bad und Philipp. Auf der Nature One. Die haben doch immer so ein Ding dabei, ey. Ja, stimmt. Ja, okay, stimmt, ja. In welche Richtung wollen wir? Lass mal kurz abchecken. Ist die Frage, wollen wir zurück nach Hause? Wollen wir uns einen anderen Place ab? Ey, wenn wir schon mal hier sind, lass uns einfach noch weiter in die andere Richtung gehen. Vielleicht finden wir einen Nugi irgendwo da auch im Norden. Aber da sind ja noch so ein paar Spots, denn wir brauchen ja auch noch die Schaufel, ne? Vielleicht sollten wir noch gar nicht zurückgehen. Aber in die Richtung ist gar nichts, oder? Doch, da ist was. Ein grüner Punkt ist in die Richtung. Mhm. Ich bin müde, mir ist kalt und ich bin nass. Ja, ich mach mir jetzt so ein paar Tierfell-Scheiße. Hast du Probleme hier, ey? Hast du schon mal ausprobiert? Tierfell hatte ich schon mal, ja. Aber habe ich gerade irgendwelche Tierfälle? Nee, habe ich nicht. Schau mich mal an. Habe ich was am Arm? Ja, doch, da ja. Am linken Arm hast du was, ja. Ja, das sieht fresh aus, oder? Ja, fresh man. Aber hilft das auch gegen die Kälte? Ja, also gerade. Achso, also mir ist kalt und nass, ja. Also ich bin nass und mir ist kalt, so rum. Aber mit der Fackel sollte es gehen. Aber ja, zum grünen Punkt, vielleicht gibt es da wieder neue Ressourcen, ne? Vielleicht ein neues Item, irgendwas Nices, irgendwas Geiles. Aber haben wir bei den grünen Punkten aber gar nichts bekommen, oder? Immer das nur weiß ich nicht. Höhlen. Ja, eigentlich eher in den Höhlen. Und sonst irgendwie drumherum, ne? Also ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, kann es ja erstmal nicht verkehrt sein, oder? Verkehrt machen können wir sowieso nichts. Außer ja, wenn wir hier im Winter irgendwie erfrieren. Oder verhungern. Hast du zufällig Pfeile noch dabei? Ich check das mal eben ab, aber... Ich glaube, mein Pfeilapparat hat sich mittlerweile komplett aufgelöst. Ja, die sollten wir nämlich eigentlich haben, wenn wir Rehe jagen wollen. Ich hab 9 Pfeile noch. Jetzt mal... Nein, okay. Was mir fehlt, sind kleine Steine. Ja, die habe ich neulich ordentlich eingesammelt, muss ich sagen. Ich hatte mal sehr viel davon, aber ich habe die alle verbraucht. Die hast du einfach mir immer gegen den Kopf geworfen, du Schimmel Heinrich. Oh, ist nicht, also ich Pfeile. Kann jetzt nicht sagen, dass sie nicht gelohnt hätte dann. Also. Wenn hier Pfeile sind, Deko, dann lass uns doch mal eben ein bisschen Knochenrüstung bauen, oder? Seile meinst du? Ja, wenn wir hier sowas haben. Seile, sorry. Habe ich noch Knochen? Ja, habe ich tatsächlich. Da können wir nämlich 2 neue mitnehmen. Zack und zack. 2 Rüstungen reichen erstmal. So, dann kann ich hier wieder 1, 2. Oh, ich kann sogar noch einen dritten. Lecker. 3, 4. Zack. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht, die Idee, so ein bisschen Rüstung zu haben. Ja. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen craften. Und dann wieder neu looten. Das kann nicht verkehrt sein. Wo chillst du eigentlich gerade drauf? Was ist das hier? Sind das Gräber? Und ich hab das auch schon gefragt, aber es sah jetzt nicht so richtig wie ein Sarg aus. Irgendwelche Steindinger, vielleicht auch irgendwelche Bunkereingänge oder sowas. Irgendwas steht da drauf hier. Ah, das sind Boote. Speed. Ach so, das ist ein Boot. Das ist einfach ein umgedrehtes Boot. Ja, okay. Ist das ein Bunker? Ist das ein Grab? Wobei, könnte ein Grab sein, gewesen sein, mal irgendwann. Vielleicht für die Einheimischen, man weiß es nicht. Oh, es sieht aber wirklich auch schön aus im Winter. Lecker Schmecker. Gehen wir weiter einfach nach oben oder wie ist der einfach Plan? Nice, ey. Ja, zu dem grünen Punkt wolltest du ja, ne? Ja. Er ist in die Richtung, ja. Vielleicht kriegen wir es irgendwann mal hin, dass wir in einer Folge nicht sagen, wie geil das Game aussieht.
Höchstwahrscheinlich nicht. Ich muss es immer wieder erwähnen. Find's auch einfach schon so krass, wie dieser Efeu hier an dem Baum. Lachs mich nicht zu, ey. Richtige, unwichtige Details eigentlich. Also Sons of the Forest kriege ich auch, also super viele Feeds, News, Ticker. Also ich kriege nur noch Nachrichten von diesem Game drauf und da stand eben auch mit einer Headline, das ist das schönste Survival-Spiel ist, was gerade draußen ist. Ja, aber ich weiß nicht, also Ark, würde ich jetzt sagen, sieht jetzt auch nicht schlechter aus. Ja, also ich bin mal auf Ark 2 gespannt. Aber Ark ist halt, rechts war gerade, waren gerade 4 oder 5 Menschen. Habe ich auch, ja, habe ich auch gesehen. Jetzt zieh mal weiter hier. Ich sehe sie aber nicht mehr, vielleicht sind in die Bäume gesprungen. Aber Ark läuft halt nicht annähernd so stabil, ne? Ja. Also hier, ich habe Lags, habe ich so gut wie überhaupt nicht. Ich habe jetzt auch nicht den höchsten FPS, ich habe jetzt so mit der Aufnahme, die ja auch schon gut reinsemmelt, bin ich hier so zwischen 80 und 90 FPS. Ist vollkommen anständig, ich würde mich freuen, wenn später mal irgendwann noch ein bisschen mehr werden, aber man kann damit schon gut leben und es droppt halt einfach nichts. Ja, und es nicht. Sieht einfach wunderschön aus. Also zumindest die Vegetation. Ich höre wieder Musik. Vegetation, Atmosphäre. Ja. Ike, folge mir. Oh. Hier ist irgendwo was. Marvin. Oh. Ja, was los? Oh, wie geil ist das denn? Ist da eingeeist? Oh mein Gott, was? Und das knackt das Eis. Oh, warte mal. Ja. Warte mal. Ich teste jetzt was. Ike, pass auf. Ja! Ja! Schade! Hä? Das wäre schön. Doch, es explodiert, aber. Ich habe nichts gehört von der Explosion. Leider nichts kaputt gegangen. Das wäre der Shit, oder? Oh, es hört sich aber richtig geil an. Knack, 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 knack. Okay, das geht schon mal nicht. Das ist cool, ey. Aber kannst du hier Slips? Dann kann ich einbrechen oder so? Ja, und einfach stehen. Okay, schade. Richtig cool, wenn du auch so ein bisschen drauf schlittern würdest. Springen kann man. Ah, ist geil, Alter. Dass der See auch einfach einfriert dann im Winter. Aber hier haben wir noch einen Koffer mit irgendwie Munition. Also Munition haben wir jetzt schon echt viel, ne? Ich schau mal kurz rein. Halt überhaupt keine Kniften. 30, 17, wobei, so viel ist das noch nicht. Energy Drink war hier drin, ne? Ja, snack ich mir, dankeschön. Aber sonst. Hä? Hast du wieder angemacht? Ja. Oh! Ja, das Ding ist bei mir kaputt. Ich hab keinen Platz für Disketten mehr. 10 Stück, Alter. Für Disketten. Leiterplatten. Okay, wir gehen nach oben, ne? Immer außen rum. Ja. Hier ist auch ein Weg, by the way, wo ich laufe. Soll ein Weg sein. Oh, stimmt, ja. Aber er ist da. Hey, Junge, ich. Ah, oh, ja. Ich will nicht schon wieder sagen, dass das Game so geil aussieht, ne? Aber es ist. Ey, Junge. Aber stimmt, wir haben der, Digga, der Weg, Alter. Guck dir an, die Fußstapfen, die er einfach hinterlässt, ey. Oh mein Gott. Oh, das war, als wäre der direkt neben mir. Ja, da unten habe ich gerade gesehen. Lass uns mal weiterziehen. Man sieht aber wirklich kaum Kleintier, ne? Kein Reh, kein Hase, kein Eichhörnchen. Ist halt Winter. Naja. Das ist ja, was ich gesagt habe. Man hätte eigentlich halt im Herbst Vorräte anlegen müssen. Aber Marvin meinte ja so, naja, ist Herbst. Wir müssen was erkunden, Digga. Wir müssen was hier erkunden. Aber ich dachte, alle 10 Tage wechselt die Jahreszeit, aber innerhalb von 10 Tagen vergeht hier ein Jahr. So scheint das hier zu sein. Ja, das könnte. Wir sind, glaube ich, in Tag 7 oder so. Tag 7 oder 8. Ne, wir sind jetzt schon Tag 11. Glaube ich. Ja? Ja. Da sind schon ein paar Tage. Aber dann müsste schon über ein Jahr rum sein. Wenn das erste. Ja. Ich habe schon wieder was gehört. Das erste Mal Winter. Ja. Sag ich ja, nach 10 Tagen ist ein Jahr durch. Also, man fängt an, Tag 1 war wahrscheinlich hier gerade. Frühling anfangen. Und dann, dann geht es immer so weiter. Frühling sein. Da gebe ich dir recht, ja. Okay, immerhin. Warte, kann ich. Durchdenken, denken, ihm ist vorhanden. Okay, die Richtungen sind ganz gut in der Position her. Ja, also es soll zum Glück auch weniger Mutantenkraft im Winter dort sein. Gegen uns sein. Ist auch schon mal sehr gut. Es laufen weniger Mutanten rum oder die haben weniger Power? Vielleicht sowohl als auch. Es laufen auf jeden Fall weniger rum. Ich finde diese Fußspuren so geil. Boah, hier ist nicht! Los, fick ihn! 3, 2, 1!
Ja, wie schnell ist der? Alter Schwede, ja! Er hat uns bespitzelt! Töt ihn! Er darf nicht wegkommen zu seinen Freunden! Alter, hat er sich hinter dem Baum versteckt? Wo kam der her? Das ist aber auch ein kleiner Schlawiner, ey. Scheiße, dass der Elch weggelaufen ist, ey. Okay, also den Elch, den müssen wir irgendwie one-shotten. Der kann ja schneller rennen als ein Pferd. Meinst du, es gibt irgendwie so Hunter-Fallen noch? Oh, das wäre nice, oder? Irgendwie so Wildtier-Fallen halt. Noch ein Elch? Nee, hier ist ein Eichhörnchen. Ja, so als wenn du das Eichhörnchen triffst, Alter. Hier ist noch eins. Digga, und das im Schnee, Brudi. Ich sage, ich bin besser geworden. Ich hab's mit dem Speer erwischt. Also Bogen, Eichhörnchen würde ich nicht treffen. Bin mir sicher. Hier weiter geht's. Oh, was haben wir denn hier? Ich muss genau ab und zu ein paar Vögel umballern. Ich weiß gar nicht, warum du so Federprobleme hast, ey. Ich glaube, ich habe mir einfach damals am Strand bei den Möwen schon so viel eingepackt. Ich habe 28 das Federn. Das kann sehr gut sein. Echt immer noch so viel? Mhm. Okay, oder du hast einfach meine Pfeile die ganze Zeit geklaut und weniger selber. Ja, genau, Alter. Weil ja, du wer hier, weiß. Weil du ja nicht der Pfeilklauer bist, ey. Okay, wir sind gleich da, Deko, wir sind gleich da. Ich nicht verstehe in dem Game, ist das mit dem Schlafen, Müdigkeit. Ich auch nicht. Also eben gerade, ne, wir haben gepennt, Muchachos. Haben die Folge beendet, haben gepennt, haben diese Folge hier wieder angefangen. Und als wir noch standen am Zelt, habe ich schon die Nachricht bekommen, du bist müde. Marvin, merkst du, dass wir in so einem Dorf drin stehen? Ja, aber hier ist doch nichts los, oder? Oh, doch, wer ist das? Wer ist er? Er sieht eklig aus, hä? Vielleicht? Okay, warte mal, der sieht aber ziemlich gaga aus. Ich hol mal das neue Kreuz raus, Deko, was wir haben. Hier. Ja, mach mal. Alter, was ist der denn für ein Ogre, Alter? Hier, oh, ja, sag ich ja. Hallo, hier. Ja, hallo, hier, siehst du das nicht? Okay, der Ogre ist aber gerade weggeflüchtet, kurz. Ja, warte nochmal. Okay, nee, sieht nicht gut aus. Wenn du sie ablenkst, ich snack mir hier alle Ressourcen und... Aber ja, der Ogre sieht ziemlich crazy aus, oder? Digga, ist ein richtiger Troll, ey. Okay, einmal bitte umbringen. Ja, zwei sind Dori. Boah, schau dir das an, wie heftig das aussieht. Das wäre ich hier bei Herr der Ringe und würde bei diesem Albino ja, auch hier einfach. Ja, warum habt ihr denn das jetzt schon wieder, Alter? Du ballerst dir eine scheiß Pfeil in die Brust und er zieht mir eine. Warte, ich nehme den Elektroschocker, dann können wir ihn vielleicht auseinandernehmen. Ja, nimm. Hier. Ja, los, nudel ihn. Achtung, du wirst von angegriffen. Oh, ja, ja. Oh, pass auf, das ist... Oh, das ist die hat einen draufbekommen. Ja, pass auf. Nee, nicht gegen sie. Ja, mach ich doch nicht. Ich glaube, du hast sie einmal erwischt oder er hat sie erwischt, ich weiß nicht. Ich hab sie nicht erwischt. Okay. Oh, der hat ein Portemonnaie? Der hat ein Portemonnaie, der Ogre hier oder was? Keinen. Nee, der hier. Okay, ich hab hier noch nichts gefunden. Er hat zwei Portemonnaies gehabt. Hallo, ich will auch was. Er guckt mal den Himmel an, den Nachthimmel. Alter. Oh fuck, da steht wieder noch einer. Ich kann gerade wenig machen. Ich brauche erstmal Portemonnaies, Deko. Gib mir Portemonnaies. Ich bin der Portemonnaie-Sammler. Lederbeutel, einen habe ich. Scheiße, wir müssen schlafen gehen hier irgendwo, ne? Oh mein Gott, hier ist so viel Seil. Okay, können wir uns hier irgendwie... Hier liegt gerade noch jemand rum irgendwo. Ja. Machst du... Oh, da! Ne, warte, hey, das ist sie. Alles wegstecken! Oh, das erste Mal! Kommt sie zu uns! Hallo! Ja! Mann, oh, aber sie war so zutraulich. Sie war schon sehr zutraulich. Es wird besser. Sie kommt wieder. Können wir irgendwas geben? Sie rennt. Nein, sie rennt weg. Oh, wer bist du denn? Stirb, Junge. Stirb. Marvin, guck mal. Ja, was? Marvin, komm mal her. er hat eine wilde Pose, muss man sagen, oder? Eine richtig wilde Pose. Der war komplett naked einfach. Echt? Dreh den mal um. Was dreh den mal um, hier. Ja. Warte, hallo. So, ja. Warte, dreh noch mal ein bisschen um. Ist eine Lupe dabei? Na, wie? Das ist ja nichts. Guck mal, das ist nichts. Guck doch mal genau hin. Richtiges Grey Alien. Digga, sieht aus wie Ken, Alter. Wahrscheinlich hat er seine primären... Lustlechse in seinem Mund. Guck mal, ich kann sogar seine Beine öffnen. Ich kann seine Beine öffnen. Egal, mir ist aber kalt, ich muss hier irgendwie ins Feuer.
Ja, ich sag dir, sein primäres Geschlechtsorgan ist in seinem Mund. Guck mal nach. Aber sonst sieht er ganz normal aus. Er ist einfach nur Ken. Vielleicht ist er deswegen so sauer. Ich hoffe, dass wir endlich mal gut schlafen. Wir schlafen jede Nacht echt... Wow! Ey. Was? Klingt was so, macht er hier? Bestimmt gut schlafen heute. Ja, er kommt, schlägt zweimal zu und haut ihn ab, Alter. Komm her, du Pisser. Hat das Ding kaputt gemacht? Nee, doch nicht. Alles safe. Ich esse mal das Fleisch gerade eben, ja? Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist für mich zum Frühstücken morgen. Ja, komm, lass schlafen gehen, oder? Leg doch dein eigenes Fleisch da drauf. Mach's doch, ja, mach ich am nächsten Tag. Mach ich morgen früh. Guck mal, das sind ein paar Leute. Ich glaube, ja, das wird schwierig. Ich hab ja mein gebratenes Fleisch. Kann man irgendwas jetzt mit dem Seil eigentlich machen? Außer, warte mal. Seil. Oh, warte mal. Kann ich das kombinieren? Seil. Oh, Seilrutschen, Seil. Seilrutschen, Seil kann ich herstellen. Und Knochenrüstung. Okay, Deko, wir müssen wieder ein paar Leute verbrennen. Kann ich dein Feuer nochmal anmachen? Wir müssen nämlich hier ordentlich jetzt, verbrennen. Ja! Achtung! Ja! Verbrennen in der Hölle, Junge! Perfekt! Portemonnaie! Lecker! Ja, zum Portemonnaie. Ja, liegt das hier noch rum? Digga, bei Schnee ist das ja alles richtig verwurschtelt. Verwurschtelt? Ich glaube, der eine liegt nicht drin, oder? Zwei gerade noch. Na doch, der brennt auch, okay? Wer ist das denn? LOL, guck dir den mal an, ich dachte, das wärst du! Guck mal, wie der aussieht! Der hat eine komplette Rüstung an! Volle Mutantenrüstung? Volle Mutantenrüstung! Alter, er ist gerade ausgedodged, Alter! Warte, der kriegt jetzt den Taser. Los, ab in sein Gesicht! Brrrt. Alter, der kann gar nichts mehr, Mann! Der zappelt richtig! Ja, in sein Gesicht, Digga. Er lebt noch? Er ist noch nicht tot! Er zappelt noch! Haut nochmal zu! Alter, der hat aber echt viel gebraucht. War das ein Endboss? Hat der irgendwie Lederbeutel? Zumindest war er sehr stabil. Ja, ich muss was essen. Kann ich hier was essen? Mein Essen ist gerade verbrannt, kann das sein? Ist nicht mehr da. Easy. Okay. Dann esse ich erstmal so eine Trockenmahlzeit hier, ne? Man kennt ihn. Ah. Lecker. Tag. Eiweißpulver pur. Kann man sich das so vorstellen. Noch drei Klebeband. Aber ich habe ja ein paar Portemonnaies. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich gegen Ende der Folge mal ein Pack-Opening machen, aber haben wir nicht gemacht. Ja, machen wir noch. Deswegen machen wir jetzt gleich, oder? Können wir machen. Ich brauch Klebeband. Ich mach mal eben Pack-Opening, ne, Muchachos? Ja. Ich hab 4 Portemonnaies. Komm, schieb mir Klebeband, Brebe. Ja, Klebeband! Klebeband, super. Klebeband. Wusstest du, dass wir Kelvin sagen können, dass er uns Pfeile holen soll? Nee, ist aber super. Okay, er zeigt gerade irgendwo drauf. Aber ich habe jetzt dreimal Klebeband gefunden, das ist perfekt. Tschüss. Oh, ich muss alles wieder wegstecken. Hallo. Hallo, ich mache nichts. Vertrau mir, ich bin lieb. Wenn du reden kannst, gib ihr GPS. Geben GPS. Okay, sie rennt wieder weg, aber sie hat mich angeguckt. Ich hatte nichts in der Hand, ja, alles war chillo, alles war friedlich. Also, da kann sie nichts gegen sagen. Unbewaffnet, richtiger Muschi. Okay, Deko craftet immer noch. Ja, jetzt habe ich viel wieder Knochen. Ja, ich brauche auch wieder Knochen. So, ich habe jetzt... Feuer. Ich habe jetzt, boah, ziemlich viel. Ich habe 8-mal Knochenrüstung, Brudi. Das es wäre richtig cool, wenn man Schnee schmelzen könnte. Oh, ich habe guckt Fleisch sogar. Wie kriege ich jetzt was zu essen? Zu trinken, meine ich. Kann ja eigentlich nur jetzt Wodkaflaschen trinken oder Energy Drinks. Stimmt, wie machen wir das denn jetzt? Sind die kleinen Bachläufe, sind die auch alle weg? Wir gleich mal gucken. Ja. Also an sich wäre ich hier fertig. Wir könnten gleich nochmal schauen. Ein Klebeband hebe ich mir noch auf. Ja, wir könnten jetzt auch losgehen. Ob Kelvin uns jetzt... Oh, warte, sie ist wieder da! Digga, sie kommt aber jetzt recht häufig hier hin. Pack doch dein Zelt wieder ein hier. Ja. Die Katze ist tot. Ja, es sieht immer so aus, als wäre das hier nicht eingefroren, Alter. Oh, da ist wieder! Die kommt zu dir! Wollen wir hinterher rennen? Komm. Nee. Aber dann magst du das nicht mehr, oder? Boah. Oh, hier ist sie! Die braucht Hilfe! Digga, die braucht Hilfe! Los! Los! Töte sie! Ich will meinen, töte ihn! Ja, wir haben ihn weggehauen! Nur für dich, kleine Olga! Deine Prima Ballerina, hallo! Ist sie... Oh, redest du mit ihr? Nee, sie will weglaufen, aber da ist ein Baum im Weg. Hi! Ich kann dir was geben! Hier, nimm! Ich sehe es leider nicht!
Hallo? Ich kann nur auf ihre Titties drücken. Hallo, geh bitte ein bisschen zurück. Gib ihr ein GPS. Ja, ich kann dir doch bestimmt irgendwas geben, oder? Ja, hier, Peisender. Piep. Oh ja, sie hat den an der Brust. Guck mal. Geil. Ja, sie gehört uns. Shotgun. Ja, sie isst einfach Schnee. Ich will auch Schnee essen. Ich will auch Schnee essen. Marvin will gelben Schnee essen. Geht das vielleicht? Also nicht gelben Schnee, sondern einfach nur Schnee? Okay, aber sie scheint jetzt auf unserer Seite zu sein. Die kleine Snitch. Ja. Wir müssen jetzt überlegen, wo wir hinwollen. Ja, machen wir. Ich schau mal kurz auf die Karte. Wir hätten hier wahrscheinlich... Wir sind halt im Vergleich zu unserem Haus. Ja. Sind wir genau auf der anderen Seite der Insel. Also wir haben hier noch... Ah, da kommt Calvin. Wo sind die Pfeile, Calvin? Wo sind die Pfeile, Calvin? Leg sie mal hier hin. Der sollte sie hier irgendwo hinlegen. Hier. Ja, genau. Was macht er? Calvin! Calvin! Calvin, gib mir die Pfeile! Gib mir die Pfeile, Calvin! Calvin, jetzt gib mir doch die Pfeile! Hallo! Digga, ich bin einfach die Lady hier noch weg, Alter. Ja, lass uns in die Höhle gehen im Norden. Also, wo ich jetzt hinlaufe. Hier hin. Siehst du die? Ja, die ist recht in der Nähe. Wo die ganzen Dudes gerade herkommen. Genau. Okay. Muss ja irgendwie einen Grund haben, oder? Ich trinke nochmal was hier. Ich nehme nochmal so einen Energy Drink, weil ich brauche irgendwie was zu trinken. Ich kann nicht ohne. Gerade ein bisschen schwer. Aber in der Höhle ist auch noch ein Bach, Fluss. Oh, irgendwas. Das wäre schön. Vielleicht ist das nicht zugeschneit, deswegen laufe ich gerade mal ein bisschen. Oh ja. Oh, das ist ein abgestürztes Flugzeug! Alter, was? Forest Flashbacks. Digga, das ist eine Startbahn hier, Startlandebahn. Forest Flashbacks! Oh, da ist ein Reh. Ja, wenn ich jetzt deine Bogenschützen-Skills hätte, könnte ich dem Reh einfach in den Kopf schießen. Ich versuche mich anzuschleichen. Habe ich hier irgendwas? Okay, ja, mache ich auch. 3. Nein, ich hab's getroffen. Okay. Alles einsammeln, was geht hier? Hier war eine Kiste, Marvin. Ja, hier auch. Hier sind ganz viele Kisten, Deko. Alles mitnehmen, oh ja. Oh, ich kann was snacken. Oh, ich hab Durst. Guck mal, sie läuft jetzt die ganze Zeit mit uns mit. Aber ich kann ihr leider keine Waffe geben. Oh, da liegt wieder ein Reh. Wo? Straight vor mir. Ach da. Oh, da hinten ist eine Patrouille mit, Alter. 7 oder 8 Menschen. 3, 2, 1. Die sind so schlecht. Ich hab getroffen. Hinterher. Nein! Ja, ich dachte, du hast es schon mal gemacht. Ja, ich muss erstmal wieder Pfeile zusammen craften. Nee, ich habe zu wenig, glaube ich, oder? Scheiße, ich brauche noch mehr Steine. Ja, das Reh steht da noch, genau vor dir. So. Oh. Ich habe keine Pfeile, ich kann nichts machen. Wenn du einen Speer raus und wirf den. Nein, ey! Das hat sich genau jetzt bewegt, ey. Bester Jäger. Ja, wollen wir mal kurz... Oh mal, Calvin. Hast du Pfeile? Er hat Pfeile! Er hat einen Pfeil in sich! Ey, Calvin fallen lassen. Calvin! Wie willst du die ganze Zeit herrennen? Ja. Sagst du jetzt, geben Pfeil? Oder... Oh. Ja, warte mal, ich rede mit ihm. Ey, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Nimm das Gegenstand. Gefühl, der läuft jetzt einfach nur rum und sucht die Pfeile, die wir rumgeschossen haben. Heb die auf. Stimmt! Ah, das kann natürlich sein, ja. Dann sag ich mal kurz, er soll Pause machen, ne? Ist irgendwas jetzt dort gewesen? Im Flugzeug? Ich weiß nicht, wir haben uns noch nicht angeschaut. Hier sind auch ein paar Kisten zum Ausräumen. Ja, on my way. Batterien und Druckerharz, 100. Oh, geil, das ist richtig gut. Davon brauchen wir mindestens 1000. Hier ist irgendwas zu essen. Ja. Medizin und Essen. Oh, hier ist ein Typ drin. Cash, irgendwelche CDs. Hi, Brudi! Wie, nur Cash hat er oder was? Wollt ihr hier Drogen irgendwie transportieren? Er hat auf jeden Fall Cash aus seinem Flugzeug geschmissen. Und ein Flügel fehlt ihm. Digga, da muss doch noch irgendwas geben. Oh, hier ist der andere Flügel. Komm, irgendwas einsammeln hier. Oh, da ist so ein Falke. Kannst du ihn klatschen? Oh, nice try, Deko. Hast du gehört, der mich ausgelacht hat, Alter? Ja, alle lachen dich aus, Deko. Dankeschön. Okay, lass mir noch weiter runtergehen. Hier sind ja noch mehr Kisten. Und dann gehen wir weiter zur Höhle. Oh, da steht einer, links von uns. Wodka ist hier. Komm, ich komme, Deko, ich komme. Ich supporte dich!
Aber ich brauche wieder Pfeile. Wir brauchen kleine Steine. Und kleine Steine findet man sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ja. Die kleinen Steine sind noch mein Problem gerade. Noch mehr Zeug. Hier ist noch ein Golfkart. Mehr Molotow, Brudi. Mehr Molotow. Ist noch ein Reh. Oh, ich könnte das... Oh, Molotow. Reh. Molotow, Reh. Was sagst du? Direkt hier ist auch einer. Hier. Komm her, du Scheißsich. Ah, ich hab ihn echt nicht getroffen, Alter. Hast du so viel vorgehalten mit dem Speer? Boah, mein Gott, den hab ich aber richtig gegeben. Alter! Okay. Oh mein Gott, der hat meine ganze Rüstung weggehauen. Digga, ist der stark. Digga, ist richtig stark. Da war nochmal ein Druckerharz. Okay, ja, ich komm zu dir. Ich hab meine komplette Rüstung hier verloren bei dem Chaco. Muss mal ganz kurz hier Rüstung wieder full freshen. Oh ja, jetzt bin ich so ein richtiger Knochenmann, glaube ich. Guck mich an. Health Mix Plus, das war ein bisschen so ein übertrieben. Ja, er springt hoch zu mir, oder was? Das Girl ist die ganze Zeit bei mir. Was ist los, ey? Links kommen auch wieder neue Leute. Okay, lass uns zur Höhle. Ja. Die Richtung. Was in welche Richtung? Können wir mal kurz hier schauen, ob hier noch irgendwas ist. Ja, Plane Collected. Plane. Energy Riegel und Energy Drink baller ich mir jetzt. Digga, hey. Was soll das denn für ein Schrei? Hat keine Zeit, ey. Nee, lass mal schnell einfach durchgehen, würde ich sagen, oder? Okay. Aber nice, ey. Sie ist jetzt auf unserer Seite. Es müsste irgendwie noch einen besseren Weg geben, um Rehe zu töten, finde ich. Molotow-Cocktails. Ich meine, One-Shot-Headshot ist ja bei denen auch, aber man trifft den Kopf so selten. Ja, wir bekommen doch noch diese Armbrust. Die sollte eigentlich nett funktionieren, glaube ich. Die macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Damage. Die bestimmt ganz geil. Okay. Hier haben wir einen See, wo wieder Wasser ist, aber ich habe gerade einen Stink getrunken und der hat mich sofort voll gewässert. Ja, bei mir geht es eigentlich auch gerade. Ein weiter noch. Ich finde es aber geil, dass wir das gar nicht irgendwie merkwürdig finden, dass sie einfach eine Dame ist mit drei Armen. Drei Beinen. Drei Beine. Man kennt ihn. Guck mal, können wir hier nur im Winter hin? Das wäre doch fresh, oder? Ja, aber ich denke, das geht so auch. Gehen wir nochmal kurz rein. Das ist eine gute Base Location. Hallo. Okay, ab geht's, rein geht's. Oh, ja. Mein Akku ist übrigens fast alle. Digga, hier ist einfach noch ein Typ auf dem Sofa. Und sonst nichts, oder was? Sonst gar nichts. Und ganz viele Kisten. Münzen collected. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas. Wie soll denn so ein komischer Sessel hergekommen sein, Alter? Hat er irgendwas, die Leiche? Der muss doch irgendwas haben. Hier muss doch irgendwas sein. Laber mich nicht voll. Irgendwas. Also oben ist auch nichts. Nee, habe ich auch gerade abgecheckt. Irgendwas in dieser Höhle. Ja, war eine gute Idee herzukommen, Marvin. War eine gute Idee. Fand ich, also... Produktiv! Wir müssen was erkunden, ne? Hilfreich, war gut. Fand ich, ist nice. Ja, nice. Hier geht's wirklich nicht weiter, ne? Shit. Nope. Ja, zumindest haben wir jetzt, eine schöne Couch hier, ne? Also wenn du willst, kannst du dich mal hinsetzen. Aber den Berg nach oben ist auch eine Höhle, wobei es auch die sein könnte, wo wir herkommen. Okay, meine Taschenlampe hat keine Batterie mehr. Muss ich mal kurz wieder switchen. Okay, dann heißt es wieder rausgehen, ne? Ja, ich bin schon draußen. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Wie sehe ich eigentlich aus? Ich habe jetzt ziemlich viel Knochenrüstung, also fast... Eine Höhle ist auf dem Berg hoch. Ich weiß aber nicht, ob das nicht die Höhle ist, wo wir hergekommen sind. Du hast viele Knochensachen. Die sehen nice aus. Achso, hier noch weiter rechts lang, ne? Also da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Da müssen wir auch noch rein. Hier meine ich jetzt lang. Da, nach oben. Ich glaube, da waren wir. Oder waren wir hier rechts? Also, dass man das nicht irgendwie abmarkern kann. Hier war ich und da war ich noch nicht. Dann willst du jetzt hier lang, ja? Ja. Yeah. Einfach hier hoch? Oder rechts hoch? Lieber rechts hoch, ne? Oder rechts lang gehen, ja. Aber dass es hier so Trollhöhlen gibt, finde ich auch nice. Vielleicht war ja da vorne irgendwas. Nichts drin, eine richtige Zeitverschwendung. Mein Gott, das geht hier aber ziemlich hoch. Shit, Bro.
Hätten wir jetzt den Schlitten, ne? Wir wären in 10 Sekunden wieder zu Hause. Wo bekommt man den her? Ne, der ist zum Drucken, meinst du, ne? Ja. Aber wo druckt man? Alter, schau dir das von hier oben an! Geil, ey. Weiter. Weiter nach oben! Das sieht ja schon fast aus wie das Endgebiet hier. Alter Schwede, ey. Ja, wir müssen ja noch höher, Alter. Das ist schon ziemlich brutal weit oben, ja. Bin ich auf dem Gipfel. Ah, die Aussicht schon mal schön. Willst du hier auch wieder ein Haus haben, oder passt das? Ja, hier ist scheiße. Oh mein Gott. Kommt man da hoch? Muss man den Berg hochklettern, das ist zu weit. Also, dass man hier hochlaufen kann, finde ich schon krass. Das ist ja wirklich fast senkrecht. Das ist ein bisschen YOLO, ja. Ja. Oh fuck, ey. Eieiei, ey. Wo sind wir hier, Deko? Was machen wir hier, ey? Das ist fast die höchste Position auf der Map. Da muss irgendwas sein. Da oben das Felsmassiv ist halt noch krasser, ne? Aber das hier ist schon... Alter, was? Sieht das nicht schön aus? Aber kennst du hier irgendwelche markanten Spots? Nee, ne? Es gibt hier nicht irgendwie so ein riesiges Loch wie in The Forest? Nee, da hinten ist so ein richtig großer See in die Richtung. Ja. Aber ansonsten sieht das alles zumindest im Winter jetzt ziemlich gleich aus. Aber ist dir kalt? Mir ist kein bisschen kalt hier. Mir ist gerade auch nicht kalt, ne? Wahrscheinlich erst wieder Richtung Nacht. Ja, das kann gut sein. Richtung Nackte. Okay, ey, wir sind immer noch nicht ganz oben, ne? Schau mal, der Berg ist eiskalt. Noch weiter oben. Digga, wo sind wir hier, Mann? Aber zumindest weniger Mutanten. Alter. Amutachos, mit diesem schönen Blick verabschieden wir uns heute und werden in der nächsten Folge mal die neue Höhle abchecken. Vielleicht haben wir da ja was Grandioses drin, was Episches, was Legendäres. Oder ist es nur ein Sofa mit einem Skelett drauf? Wir werden es sehen. Muchachos, Daumen nach oben schmettern, bis zum nächsten Mal reingehauen und ciao, ciao. Bye bye.